Liebe Theresa, vielen Dank für deinen lieben Brief. Es ist für mich ein völlig neues Gefühl, an einem Schreibtisch zu sitzen und in aller Ruhe meine Gedanken zu Papier zu bringen. Seit damals, als das mit meinen Eltern geschehen ist, werde ich häufiger von Freunden und Verwandten angeschrieben. Zuerst schien es mir, als wären diese Briefe nur eine Fortsetzung der Beileidskarten. Ein kleiner Nachklang mit Mitleid für die armen, leidgeprüften Schwestern Rosaline. Aber mittlerweile macht es mir sogar Spaß zu antworten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich heute schöne Dinge zu erzählen habe. Du wirst es schon von Faith wissen. Wir haben ein Haus. Wir haben ein eigenes Haus. 3 Ausrufungszeichen. Elena hat es schon gesehen. Aber ich möchte mir das bis zum offiziellen ersten Mal aufheben. Es muss groß sein. Eine alte Villa, die schon gebaut war, als Oscar Wilde noch in den Windeln lag. Also wirklich alt. Der Name ist Amber Hall. Welchen Sinn dieses auch immer haben mag. Morgen wird der Vertrag unterschrieben. Und danach geht es sofort auf zum Haus. Dass wir überhaupt eine Tante Laura hatten. Das ist doch wie im Film. Eines Tages fährt ein riesiges Auto vor. Ein geleckter Anwalt steigt aus. Klopft an deine Tür und sagt, Miss Roslyn, von heute an sind Sie und Ihre Schwester reich genug, um sich Ihr Bad mit Dollarscheinen zu tapezieren. Sie scheinen nett zu sein. Und nichts weiter. Was ist los? Nichts. Das Licht ist eben ausgefallen. Man möge den Elektriker erschießen. Emily Roslyn stand im Dunkeln. Lach nicht! Es wurde auf einmal stockfinster und eiskalt hier im Raum. Miss Emily hat mir vom Tod ihrer Eltern erzählt. Eine schlimme Geschichte. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Und ich? Das war kein Leben! Das war das Ende! Dass Emily schwer krank ist, dass sie Wahnvorstellung hat? Elena! Sag mal, hast du doch mal alle Tassen im Schrank? Was für ein Arschloch muss man sein, um einem Menschen sowas anzutun? Mein Gott, Miss Roslyn, was ist denn los? Du bist zu Dr. Pulaski gefahren, nicht wahr? Was ist denn passiert? Ich bin tatsächlich gestolpert und da habe ich mir das Knie aufgeschlagen, das hat völlig wehgetan. Wer ist denn da, Marie? Marie, bist du da?